Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Dr. Spähnle, das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern, daran gibt es nichts zu rütteln, war ein Flop. Es hat die Bildungslandschaft nicht reicher, auch nicht vielfältiger gemacht. Es hat den Föderalismus nicht befördert, aber die Finanzierbarkeit von guter Bildung hat es erheblich erschwert. Nun haben die Oppositionsfraktionen alle Anträge zum Kooperationsverbot vorgelegt, die Linke im März, die beiden anderen heute. Und nun wird es endlich Zeit, dass sich auch die Koalition bewegt, und es wird Zeit, dass sich auch die Länder bewegen. Wir hoffen, dass mit diesen Anträgen endlich eine Debatte angestoßen wird in der Politik, die die Sorgen und Nöte der Menschen in diesem Land endlich ernst nehmen und sich mal die Frage stellen, warum die Kritik am zergliederten Schulsystem denn beständig wächst. Worum geht es? Wir verlangen von den Menschen in unserem Land immer mehr Mobilität. Aber wenn man dann der Arbeit nachziehen muss oder auch will, dann läuft man Gefahr, dass die eigenen Kinder im anderen Bundesland auf andere Schulformen, andere Schulbücher, andere Lehrpläne treffen, dass die Abschlüsse nicht anerkannt werden oder aber, dass sie nur über Umwege erreicht werden können, weil man zum Beispiel die falsche Sprache zum falschen Zeitpunkt gewählt hat. Die Länderhoheit und das von der Kultusministerkonferenz ausgehandelte Regelungssystem, und da meine ich ausdrücklich jetzt nicht die Bildungsstandards, sondern alle, die es vorher schon gegeben hat und die nicht aufgehoben worden sind, sind mehr und mehr zu einem Korsett geworden, das Innovation im Schulsystem eher hemmt als ermöglicht, das die soziale Schieflage im Bildungswesen nicht abbaut, sondern verschärft. Und dabei habe ich Verständnis für die Länder, denn ich war lange genug Landespolitikerin. Die lautstarke Forderung nach mehr Einheitlichkeit bedeutet nämlich nicht, dass einheitlich immer auch gleich gut ist. Fakt ist nämlich, die öffentliche Schule in der Bundesrepublik kann heute in allen Ländern nicht mehr das leisten, was sie leisten müsste. Ein Grund dafür ist die strukturelle Unterfinanzierung des gesamten Bildungsbereiches, von der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung. Was gute Schulen können, wenn sie denn dürfen, was sie zu leisten in der Lage sind, das hat die Verleihung des Deutschen Schulpreises am gestrigen Tage eindrucksvoll dargestellt. Den Stiftern dieses Preises gehört dafür Dank und den Schulen eine hohe Anerkennung und Wertschätzung. Es bleibt zu hoffen, dass die Kanzlerin, die gestern den ersten Preis übergeben hat, die eindrucksvollen Bilder von der Preisverleihung heute in den Bildungsgipfel mitnimmt und vielleicht bei den Ländern eine größere Aufgeschlossenheit für eine wirkliche Gemeinschaftsaufgabe Bildung erreichen kann. Und das wäre dann auch noch ein schönes Geburtstagsgeschenk für die Ministerin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das das Ziel der Kanzlerin ist. Vielmehr scheint es mir, als ob die Bildungsgipfelkette zum neuen Steuerungsinstrument zwischen Bund und Ländern wird. Und das wäre in der Tat fatal. Denn dabei geht es in erster Linie nicht um Qualität, sondern um Rechenkünste, um viel beschriebenes Papier. Und dabei gab es bisher immer eine ziemlich ergebnislose Feilscherei. Das kann der Weg in die Zukunft für eine Bildungsrepublik nicht sein. Die Zusagen vom Dresdner Gipfel 2008 sind bislang uneingelöst. Sie stehen nach wie vor nur auf dem Papier. Und das kann man im Übrigen auch in der jüngst veröffentlichten Klemm-Studie nachlesen. Vielmehr droht das Sparpaket der Bundesregierung, neue Bildungskürzungen auf den Weg zu bringen, auch wenn die Regierung etwas anderes behauptet. Zum Beispiel sollen bei der Arbeitsförderung im kommenden Jahr 2 Milliarden, bis 2013 dann schon 5 Milliarden eingespart werden. Dahinter stehen massive Bildungskürzungen bei Ausbildung, Weiterbildung und Umschulung. Das aber trifft gerade jene Menschen, die darauf besonders angewiesen sind. Und da gibt es keine Kompensationsmaßnahmen. Was die Bundesregierung hier vorhat, ist Bildungskürzung durch die Hintertür. Die Linke legt ihren Schwerpunkt darauf, dass das öffentliche Bildungswesen seiner Aufgabe wieder gerecht werden kann, dass die soziale Schieflage abgebaut wird und dass Bildungsbenachteiligungen nach Möglichkeit gar nicht erst entstehen. Sie entstehen nämlich zu einem großen Teil innerhalb des Bildungssystems und nicht schon vorher, sind nicht vorher schon da. Bildung muss dazu zu einer echten Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen werden, und zwar das im Rahmen eines kooperativen Föderalismus. Dazu bedarf es einer gemeinsamen Finanzierung, die heute nicht möglich ist, statt immer nur neue Hilfsprogramme auszudenken. Denn komplementär ist unter den gegebenen Bedingungen fast nichts mehr zwischen Bund und Ländern. Ich hoffe sehr, dass im Interesse der Lehrenden und der Lernenden wir in eine
produktive Debatte kommen, wo die Lehrenden und Lernenden auch am Ende was dafür haben und das Bildungssystem in Deutschland besser wird und nicht, wie es bislang immer war, immer weiter verschlechtert wird. Dankeschön. Für die FDP.